So, kommen wir auch direkt zum Thema. Wir wissen ja, die ersten 5 Folgen von Kenobi sind erschienen. Wir waren alle bahnbrechend begeistert. Und jetzt hat sich wieder was Neues ergeben. Wir wissen ja, viele kritisieren die Serie ja, meiner oder unserer Meinung nach besser gesagt, teilweise sehr ungerechtfertigt. Viele Kollegen tatsächlich auch dafür, dass es sehr, sehr viel um Leia geht und der Fokus weniger von Kenobi und seiner Charakterentwicklung weit weg ist. Man darf natürlich nicht vergessen, Kenobi ist natürlich für beide Kinder zuständig, also neben Luke auch für Leia. Und wie sieht es jetzt aus? Was passiert jetzt? Was ist jetzt der große Punkt? Genau, wir haben ja schon in einem letzten Video auch mit Kritik tatsächlich über das Thema gesprochen, zweite Staffel. Es gab ja ein paar Punkte und Deborah Chow, also die Serienmacherin, hat sich jetzt wirklich direkt selber nochmal geäußert. Also nochmal ein großer Unterschied zu den Gerüchten und die Schauspieler sagen, sie haben Bock drauf. Das war jetzt Deborah Chow selber, die gesagt hat, beziehungsweise gefragt wurde, wie sieht es mit einer zweiten Staffel aus? Sie meint in erster Linie, sie möchte in Urlaub, weil sie viel gemacht hat. Aber viel wichtiger, sie meinte, es gibt noch viele, viele Geschichten, die erzählt werden können, weil wir noch in einer weiteren Zeitspanne von 10 Jahren nach der Serie haben, die unbeleuchtet ist. Dieses Video wird euch präsentiert vom Spieleklassiker Raid Shadow Legends. In diesem Spiel könnt ihr in die Rolle von über 600 Champions schlüpfen und Raid-Bosse, Dungeon-Runs und die legendären Kampagnenkämpfe schlagen. Aktuell gibt es zahlreiche neue Events, wie zum Beispiel ein extra Event zur Sommersonnenwende. Darüber hinaus gibt es ein spezielles Deliana Chase Event, bei dem ihr die geheimnisvolle Deliana, einen brandneuen legendären Champion der Hochelfen-Fraktion, bekommen könnt. Dafür müsst ihr euch Raid bis zum 20. Juli herunterladen und Raid für 7 Tage spielen. Dann wird Deliana Teil eurer legendären Truppe werden. Sie ist einer der stärksten Support-Champions aller Zeiten und wird euch dabei unterstützen, die schwierigsten Schlachten zu schlagen. Ladet die Raid Shadow Legends durch den Link in der Beschreibung oder den eingeblendeten QR-Code herunter und erhalte den Champion Virgis 200.000 Silber und einen XP-Booster sowie weitere coole Sachen. Das Angebot richtet sich an neue Spieler und ist für 30 Tage gültig. Die Goodies findet ihr in der Inbox hier zu sehen. Außerdem könnt ihr zusätzlich noch den Code MyDeliana unter den Promo-Codes hier angezeigt eingeben, um Deliana direkt auf Stufe 50 zu leveln. Vielen Dank an Raid Shadow Legends für die Unterstützung. Was macht Obi-Wan in der Zeit? Na, es gibt zig Sachen, die er macht. Und eben, wie Tom gerade meinte, viele kritisieren diese Sache mit Leia. Unserer Meinung nach, wie gesagt, nicht logisch oder beziehungsweise nicht nachvollziehbar. Man könnte aber jetzt in der nächsten, wenn man eine zweite Staffel macht, eben auf Luke eingehen und wie auf Tatooine eben den jungen Skywalker schützt. Zum Ja, Beispiel. auf jeden Fall. Also die große Frage ist natürlich jetzt, eine erste Staffel ist jetzt fast vorbei und es hieß erst Limited Series und jetzt sind wir an diesem Punkt, wo wir fragen, was passiert jetzt? Was ist nun? Ne? Und da wissen wir natürlich Genau. ganz, ganz genau und da können wir uns, glaube ich, auch darauf einigen, dass das, wie gesagt, dass wir auch Probleme hatten mit der ersten Staffel. Ne? Was weiß ich, sei es die Stimme von Vader oder kleinere Punkte. Ne? Dennoch gibt es große Chancen, die wir hier haben. Ne? Also, wie gesagt, die Geschichte um Leia ist ja wirklich nur ein Kapitel und in Bezug auf das Thema Limited Series, wo wir uns ja auch ein bisschen, ich sag mal, drüber echauffiert hatten in einem der vergangenen Videos, dass es vielleicht ein bisschen falsch angepriesen wurde, ist es jetzt natürlich so, dass dieser Handlungsstrang um Leia mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit abgeschlossen sein wird, ne? Und sich dann die Ganz klar. zweite Staffel wirklich um ein ganz anderes thematisches Feld kümmern wird. Ob Vader mit dabei ist, ich gehe mal davon aus, dass Vader auch irgendwie eine Präsenz haben wird. Ich weiß nicht, ob er in Bezug von Vader wirklich abgeschlossen hat. Das heißt, wir werden in Staffel 2 vielleicht auch dahingehend noch weitere Entwicklungen sehen. Denn tatsächlich ist es ja so, dass sich die beiden Schauspieler. Hayden Christensen und Ewan McGregor, also Anakin und Obi-Wan. Genau, die äußerten sich positiv, dass sie auf jeden Fall miteinander weitermachen wollen. Und ich glaube, wir sind uns einig, die Chemie zwischen Hayden Christensen und Ewan McGregor ist, wo ist es, wo sind sie? Hier, ist natürlich sehr, sehr bahnbrechend. Ne? Also wir lieben sie. Großartig. Die Flashbacks sind wirklich, wirklich, wirklich toll. Und Staffel 2 bietet natürlich dahingehend extrem viel Potenzial, auch wenn wir eine große Sorge haben, dass Maul irgendwie aus irgendwelchen Gründen zurückkehrt. Ist natürlich ein wichtiges Thema für viele Leute, dass auch Maul irgendwie, wir haben es in den vergangenen Videos auch gesehen. Viele von euch sagten, ja, Maul wäre noch eine Option, könnte man machen, stimmt, aber ich glaube, das wird Definitiv. nicht der Hauptpunkt sein und nicht umsonst gibt es ja jetzt einen großen Punkt, der auch in der aktuellsten Folge dann auch gezeigt wird. Du Ich spiele sprichst auf von. Reaver und Ah ja, okay, ja. ja, klar. Gut, logisch. Also, genau, also bezüglich Reaver und Luke und was da folgen kann, ne? Sie hat das jetzt erfahren, Auf jeden Fall. dass es den Skywalker gibt. Das ist eine Sache, die eben, ja,
eventuell Potenzial bietet, darüber weiter zu sprechen. Ich würde aber an der Stelle sogar sagen, dass diese Geschichte vermutlich auch abgehakt wird, da wir auch in dem Interview gesehen haben, oder beziehungsweise Deborah Shaw äußerte sich dahingehend nochmal, und das war tatsächlich, hat uns auch sehr beruhigt, dass diese Limited Series oder beziehungsweise die erste Staffel wurde auch wirklich als abgeschlossene Geschichte behandelt. Das wurde jetzt nochmal gesagt. Also wenn wir jetzt in Folge 6 was anderes sehen, dann hat sie gelogen. An der Stimme. Dann hat sie gelogen. Ja. Aber es wurde jetzt offiziell von ihr nochmal gesagt, diese Geschichte steht für sich. Man kann weitere Storys machen, es bietet viel Potenzial, man, ne, 10 Jahre. Aber Gott sei Dank, zu unserem Glück, ist diese Staffel abgeschlossen in sich. Also der Comlink, das meinst du, wird sich auch noch im Finale dann dementsprechend klären? Auf jeden Fall. In dem Finale, das ja wohl, so sagen es zumindest viele Leute, das hat sich in der Kenobi-Show irgendwie auch sehr herausgestellt, anderthalb Stunden-Finale. Was wird uns dieses anderthalb Stunden-Finale bringen und was für eine Aussicht? Das werden wir dann mal sehen. Ne? Ich bin sehr, sehr gespannt. Bietet auf jeden Fall eine Menge Potenzial, auch noch viel, viel aufzudecken, aber auch noch wirklich eine Grundlage für eine zweite Staffel zu geben. Und wir sind, was das angeht, auf jeden Fall doch relativ positiv gesonnen. Ne? Rückblickend. Auf jeden Fall. Oder wir müssen das... Auf jeden Fall. Mehr Kenobi ist immer gut an der Stelle. Wenn die Musik noch ein bisschen nacharbeitet, dann wird das. Wenn es ein bisschen mehr Prequel-lastige Musik wird, das wäre doch schön. Ja. Ja, könnt ihr mal reinschreiben, was wären wirklich die besten Optionen? Für ich denke, wir haben einen Qui-Gon weiter. Ich denke, der wird auf jeden Fall in der letzten Folge jetzt auch eine Rolle spielen, weil wurde ja nicht umsonst angeteased in den paar Folgen. Maul. Satine. Gefahren auf Tatooine. Satine. Ja, es gibt viel zu... was man machen könnte, wirklich. Ja. Und Ewan McGregor sagt es, du hast es vorhin auch noch gesagt, wir haben natürlich auch kurz vorher darüber gesprochen, er ist noch nicht der Alec Guinness Obi-Wan. Da muss er erst noch hinkommen. Das wird er garantiert nicht mit der 6. Folge. Schafft er, glaube ich, nicht. Es sei denn, er hat jetzt wieder so ein unglaubliches Trauma, wie er es auf Mustafa hatte, dass das irgendwie so viel bei ihm verändert, dass es dazu kommt. Aber ich glaube, das Trauma wird tatsächlich eher Vader haben. Das stimmt. Und nicht Ewan. Aber wir werden es sehen. Eure Meinung dazu wie immer gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, damit haben wir das Thema ausreichend behandelt und sehen uns dann spätestens am Mittwoch. Bin so gespannt. Einem neuen Video, beziehungsweise dann auch am Donnerstag mit der Kenobi-Show. Schaltet sehr, sehr gerne ein. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal. Bis zum Finale. Macht's gut.